Bleibt sofort stehen! Sehr schön. Dann haben die 5 Schuss ja doch noch gereicht. So. Oh, diese blöde... Warte mal. Nehmen wir mal das. Erstmal Bobbys Tod nicht umsonst. So. Ein Anzeichen vom Auge von London. Scheinbar alles okay, solange wir mit den Händen... Was ist das Auge von London eigentlich? Das ist irgendeine Art... Keine Ahnung. Also vielleicht irgendeine Geheimwaffe oder irgendwas. Oder irgendeine Basis von irgendwas. Na, hier ist noch eine Waffe. Sturmgewehr lag hier einfach mal so rum. Ja, cool. Ja, je mehr Munition, desto besser auf jeden Fall. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ist hier unten vielleicht was frei geworden? Oh, leck mich da am Arsch, diesen scheiß Feuer. Oh Mann, ich hasse solche Levels. Mal ganz im Ernst. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Vielleicht hier hoch. Mich würde es nicht wundern, wenn hier irgendwo noch ein geheimer Pfad ist, wo man... Ja, wo man halt irgendwelche Items findet, irgendwelche Briefe oder irgendwas. So, ein bisschen genauer gucken hier. Nicht wieder ins Feuer rennen, so blöd wie gerade eben zweimal schon. Ja, ich glaube, ich muss hier oben lang, aber ich habe keine Ahnung, wo es dann weitergeht. Wahrscheinlich hier, oder? Ja, sieht so aus, oder? Bestimmt irgendein Stahlträger, den ich hochgehen muss hier. Ah, genau. Ja, die Lösung ist ganz einfach. So. Oh, hier Munition. Ich finde es schade, dass er die Munition nicht von alleine einsammelt, auf jeden Fall. Das wäre ganz cool. Ich dachte eigentlich, ah, hier war Munition. Sehr schön. Noch besser wäre es, wenn er die von alleine einsammeln würde. Das Blöde ist halt, dass der genau, wenn er... Das hat er automatisch nachgeladen, okay. Das Blöde ist halt, wenn ich zufällig gerade was einsammle... Oh Gott. Keine Ahnung, was er jetzt macht hier. Ich würde jetzt am liebsten gerne schießen, aber... Au. Ah, gegen Kopfschüsse ist das Ding schon mal ziemlich schwach auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich hoffe, du hast jede Menge Munition fallen lassen. Auf jeden Fall hat er schon mal gute Rüstung fallen lassen. So, ich habe auch mal in die Achievements geguckt. Es gibt jede Menge Achievements natürlich wieder, wie in jedem Spiel für die Xbox. Aber die meisten Achievements, würde ich mal sagen, sind diverse ja, Belohnungen, die man halt irgendwann freischaltet. Irgendwelche Perks oder irgendwas, ich weiß nicht, was es genau ist. Die Verbesserung halt von den Ausrüstungsgegenständen, die man so hat. Rüstung und Messer kann man, glaube ich, verbessern. Schade, meine Rüstung ist schon voll. Naja. Halt, die meisten Sachen bekommt man dann halt Achievements für irgendwelche Ausrüstungssachen, die man mehr oder weniger dann wahrscheinlich mit Abschüssen bzw. mit diversen Kills oder so bekommt, vermute ich mal. So, wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Hier hoch? Ich hier drüber springen? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sollte aufpassen, dass ich nicht zu oft in das Feuer renne hier. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier rüber muss. Ah, solche Levels immer hier. Oder hier hoch. Sieht immer aus, als wenn es eine Sackgasse wäre, aber irgendwie geht es dann doch irgendwie weiter. Ne, ich glaube mal, dass ich hier hoch muss. Oder hier unten durch, ich weiß nicht, hier geht's nicht weiter. So, wir haben doch hier bestimmt einen Plan. Na toll, der Plan sagt echt viel auf jeden Fall. Der Plan ist völlig für den Arsch. So. Da ich jetzt wahrscheinlich gerade irgendwas gemacht habe. Ja, ich glaube, ich bin ins Feuer gelaufen, deswegen... Oh, hier geht's doch noch weiter, oder? Tatsächlich. Ja, war doch der falsche Weg gewesen. Hätte ich nicht gedacht. Leck mich doch am Arsch. So, verpissen wir uns mal hier rein. Komm
Oder schon mal sämtliche Munition mitnehmen hier. Ja, und schon geht's weiter. Au. Wie wär's mit Sterben da oben? Verdammt nochmal. Kommt der nächste. Unglaublich, hat er sich gerade selber weggesprengt? Ah, das ist natürlich blöd jetzt hier, weil ich hier nicht sehe, wo die Leute überhaupt herkommen. Und ich kann keine Granaten wegwerfen mehr. Oh, hier ist noch jemand. Ja, ist ziemlich schlecht zu sehen hier, muss ich sagen. Oh, leck mich da am Arsch. Oh Mann, ey. Langsam wird's kacke hier, muss ich sagen. Hatte ich hier nicht gerade noch eine... Okay, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Munition holen hier. Haben wir hier noch ein bisschen Heilung? Ist keine Heilung mehr da hier. Fuck. Ja, das war's wahrscheinlich gleich. Ja, super. Meine Fresse, was ist das für eine Scheiße? Also sich in irgendeinem Raum verstecken ist schon mal ganz schlecht. Ich weiß nicht, so eine Überzahlsituation hatte ich jetzt schon mehrmals und ich sehe da richtig schlecht aus. Jedes Mal, wenn so eine Überzahlsituation kommt, sich irgendwo in einem Raum verbarrikadieren bzw. überleben, das ist ganz, ganz schlecht für mich. So, probieren wir es doch gleich nochmal. Auf jeden Fall die ganzen, Mann, die ganze Rüstung, die ganzen Munition auf jeden Fall schon mal mitnehmen. So, dann probieren wir das doch diesmal ein bisschen offensiver hier. Geh mal hier oben lang. Keine Ahnung, wo ich hin muss hier. Ja, hier drin sieht ganz gut aus. Warten wir mal ein Stück hier drinnen. Das ist bloß eine Pflanze. Fuck hier. Oh mein Gott. Unglaublich. Nicht schon wieder. Ja, ich weiß nicht, wie viele jetzt hier kommen. Oh mein Gott. Da kam auch jemand von rechts. Oh, hätte ich eigentlich wissen müssen. Ja, weiter geht's. Letztens hatte ich eine ganze Viertelstunde rausgeschnitten, wo dieses... in diesem Gefängnis da, wo ich mehrmals, da bin ich bestimmt 10-mal gestorben, habe ich eine Viertelstunde rausgeschnitten. Weil ich so oft gestorben bin da, das ist nicht mehr feierlich gewesen. Ja, das Problem ist jetzt halt, ja, solche Überzahlsituationen halt, das ist immer nervig. Auf jeden Fall scheint es ziemlich eine schlechte Idee zu sein, in irgendeinem Raum zu stehen. Und natürlich wieder voll getroffen worden, super. Leck mich doch am Arsch, dieses Auto-Aiming hier. Er lebt immer noch. Nehmen wir mal alles mit hier. Ja, Typ hält viel aus, meine Fresse. Okay, hier sind doch einige Leute noch gewesen. Oh Mann, ey, dieses scheiß Nachladen hier. Ich bin irgendwie heute wieder mal nicht in Form hier. Ich bin schon wieder gleich im Arsch. Es ist unglaublich. Es wäre schön, wenn es das jetzt langsamer gewesen war hier.
Er lebt noch hier. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Es wäre schön, wenn das jetzt alle gewesen wären hier. Das sieht ganz gut aus bis jetzt. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt wieder in irgendein dummes Geschütz renne wie letztens. Irgendwelche Leute. Ist denn noch irgendwo jemand? Okay, da hinten kommt noch mehr. Ist da hinten wieder so ein Scheiß? Oh, fuck, ey. Ganz im Ernst. Was macht der hier? Warum tut er jetzt neuerdings... Ja, das nervige ist, da unten steht auch so ein scheiß Kampfroboter. Au. Gut, dass er jetzt irgendwie schockiert ist. Ich glaube, es liegt an der Tesla-Granate, die ich geworfen habe. Leck mich doch langsam am Arsch. Scheiß Munition ständig alle hier. Ich hoffe, ich finde noch irgendwo was. Das ist schon mal gut, wenigstens etwas. Mann, ey. Ich hoffe, das war's jetzt. Ah, hier ist noch was. Sehr schön. Oh, ist das schon wieder stressig. Also, diese Szenen wie hier, das ist wirklich nicht ohne, auf jeden Fall. Habe ich denn überhaupt noch eine Waffe mit Munition hier? Schrotflinte hätte ich noch gehabt. Immerhin. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, werde ich erstmal die ganze Umgebung absuchen nach irgendwelchen Munitionsteilen bzw. Heilung oder irgendwas. Hier ist schon mal Heilung, weil ich renne jetzt bestimmt nicht unbedingt hier weiter. Ich weiß auch, in dem Raum habe ich, glaube ich, noch nicht alles geholt. Enigma-Fragment. Munition, sehr gut. 120, wow. Doch noch einiges. Oh, die ganze Rüstung habe ich verpasst hier. Ja. Aber immerhin, diesmal hat es relativ schnell geklappt. Oh Mann, ey. Die haben wirklich richtig starke Gegner, die Typen hier. Diese Nazi-Idioten. Schon ganz schön krank, die Leute hier. Gut, dass der eine Typ wenigstens bei Zeiten tot war hier. Ich weiß nicht mal, was das alles ist hier. Also eine Speise, wie so eine Kantine oder irgendwas hier. Ja, das ist schon mal Futter. Das ist schon mal gut. So, damit sind die Gesundheitsprobleme immerhin schon mal gelöst hier. Das Problem ist jetzt allerdings... ein Messer. Ja, man kann ja schön Messer werfen hier. Da kann man sämtliche Messer nehmen, die man hier findet. Ganz coole Sache auf jeden Fall. Ah, das war hier bloß so ein scheiß Magazin. Hier sind so ein MG-Nest. Oh, hätte ich das geahnt, hätte ich mir das wahrscheinlich ein bisschen leichter machen können, aber okay. Im MG-Nest hätte ich wahrscheinlich, ja, bessere Chancen gehabt, hier zu überleben. Aber okay. So, ist hier unten noch irgendwas? Ah, ja, Rüstung. Habe ich aber schön komplett. Alles voll bereits hier. Unglaublich. Ja, was soll's. Dann gehen wir jetzt halt weiter. Obwohl, hier kann ich noch was gucken. Wow, Scharfschützengewehr gefunden. Nicht schlecht. Warum finde ich das jetzt erst? Munition dafür hatte ich schon... keine Ahnung wann gefunden. So, wenn wir das noch knacken schnell hier. Wie wäre es, wenn du... wenn du das mal stillhalten würdest hier. Danke. Sehr schön. Oh, ne Schatz. Eine Rüstungsverbesserung war das. Ja, langsam, langsam lohnt sich das hier, Sachen zu finden. Okay, Wissenschaft, ja. Ich glaube, wir müssen hier raus. Ja.
Such nach einer Tür in der Außenwand. Fast ganz oben in der Kuppel. Natürlich geht's gleich weiter hier mit dem Ballereien hier. Habe ich denn überhaupt noch irgendwas? Leck mich am Arsch. Obwohl doch, hier oben. Ah! Schade. Ja, muss halt nochmal öffnen jetzt hier. Was soll's. So. Wird wahrscheinlich... Fuck, ey. Das sieht schon wieder stressig aus hier. Das sieht auf jeden Fall... Ja, ich dachte mir schon fast. Ja, das Auto-Aiming ist teilweise ein bisschen... stressig. Aber okay. Am besten so schnell wie möglich hier hoch. Habe ich den Typen gerade irgendwas weggeschossen? Was ist hier los? Den habe ich doch weggeballert. Wieso lebt der noch? Das ist unglaublich teilweise hier. Der hatte schon gar kein Gesicht mehr. Oh Gott. Muss das jetzt sein? Ach, diese scheiß Drohnen hier. Boah, leck mich am Arsch. Oh, es ist wirklich schwer, das Spiel, muss ich sagen. Also auf einem mittleren Schwierigkeitsgrad. Nicht zu schwer, würde ich jetzt mal sagen, aber teilweise ein bisschen frustrierend schon. Also, auf keinen Fall zu einfach, muss ich mal sagen. Mann, 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 das ist wirklich nicht ganz ohne hier. So, jetzt wechsle ich schon vorher die Waffe. Dass nicht nochmal passiert hier. Du sollst... Warte mal, Scharfschützengewehr... Sturmgewehr wollte ich haben. Genau, sehr schön. In der Mondkuppel findest du eine Tür zum Wartungsbereich. Such nach einer Tür in der Außenwand. Fast ganz oben. Also ich muss auf jeden Fall nach oben in die Kuppel. So, der Typ ist schon mal am Arsch. Was schon mal gut ist. So, Rüstung brauche ich eigentlich keine. Ja, ich werde wie gesagt versuchen gleich nach oben zu rennen. Ne? Vielleicht mal ein bisschen Gesundheit mitnehmen. Ja, der eine Typ hat mich jetzt halt hier auch fertig gemacht. Er lebt noch hier. Jetzt nicht mehr. Tür in der Außenwand von der Kuppel. Oh fuck! Leck mich am Arsch. Ich hoffe, das war es jetzt hier, dass nicht mehr so viele Leute kommen hier. Wir müssen noch eine zweite Drohne irgendwo sein. Wo ist die scheiß Drohne hier? Ja, toll, dass ich jetzt hier wieder runtergefallen bin. Richtig super. Da oben ist noch jemand. Das ist die beschissene Mistdrohne, die hole ich mir gleich noch. Wo ist denn hier die Rüstung gewesen, die ich ganz am Anfang gesehen hatte? Ja, Munition ist auch immer ganz gut, wenn man da noch ein bisschen was mitnimmt. Oh, wo sind da Leute? Scheint zum Glück bloß relativ schwach gepanzert zu sein, die Typen. Diese scheiß Drohnen hier, die sind... Ah, oh, nicht schon wieder. Leck mich da langsam am Arsch hier. Wo ist diese Rüstung hin? Hier ist irgendwo eine Rüstung. Ja, hier. Sehr schön. So, jetzt kann ich dich noch erlegen. Ah, das ist schon mal im Arsch, das Vieh. So, jetzt versuche ich einfach mal hier hoch zu rennen. Hoffnung, dass das jetzt ein bisschen besser klappt und dass ich die Drohne noch bei Zeiten tot bekomme hier. Wo ist das scheiß Mistding? Das fliegt hier irgendwo neben mir rum. Ich sehe es aber nicht. Ich höre es gut, aber... Oh fuck. Was war jetzt? Ist das unter mir? Ah, da hinten ist es.
Danke. Oh Mann, ey, das war wieder eine schwere Geburt hier. Ja, wieder mal ein klassischer Fall von Selbstüberschätzung gewesen hier. Der Dev. Naja, was soll's. Das noch mitnehmen. Ich glaube, hier hinten ist nix, wie es aussieht. Ja, sie sagte irgendwo in der Außenhöhle.